Sie gehören zur Küste und sorgen für Orientierung, die etwa 60 Leuchttürme hier bei uns in Schleswig-Holstein. Aber auch in Wirtschaft und Wissenschaft gibt es hier bei uns im Land echte Leuchttürme. Vorbildunternehmerinnen und Unternehmer, Forscherinnen und Forscher und eben Menschen, die etwas bewegen. Mit denen wollen wir hier sprechen, bei den Leuchtturmgesprächen vom Wirtschaftsministerium Schleswig-Holstein. Mein Name ist Harriet Heise und ich freue mich auf spannende Gäste. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, dass heute zwei Männer hier sind im Gespräch, die gemeinsam einen Antikörpertest zur Diagnostik von Covid-19 entwickelt haben. Bei mir sind Dr. Lars Komorowski von der Firma Euroimmun aus Lübeck und Professor Charlie Kruse, Leiter der Fraunhofer Einrichtung für Marine Biotechnologie und Zelltechnik in Lübeck. Ja, schön, dass Sie da sind. Herr Komorowski, steigen wir gleich ein. Sie sind ja Direktor des Instituts für experimentelle Immunologie bei Euroimmun. Und schon im März haben Sie tatsächlich einen Antikörpertest zur Marktreife gebracht. So schnell. Wie ging das? Ja, tatsächlich haben wir im Januar, als der Ausbruch in China mehr oder weniger die internationale Presse erreicht hatte, uns relativ schnell entschieden, einen Test zu entwickeln und konnten auch auf Basis vorheriger Erfahrungen zu ähnlichen Tests für SARS Anfang der 2000er und MERS vor ungefähr 10 Jahren da auch so schnell tätig werden. Herr Kruse, wie kam eigentlich die Zusammenarbeit zwischen der Fraunhofer Einrichtung und Euroimmun zustande? Das ist ja kein Standard. Ja, naja, das stimmt, ist kein Standard, aber das ging relativ schnell, weil wir uns und auch einige anderen Kollegen bei Euroimmun von unserer gemeinsamen Arbeit an der Universität zu Lübeck kannten. Das heißt, da hatte mich dann Herr Komorowski bzw. sein Kollege angerufen und gesagt, wir benötigen eure Hilfe. Ne? Geht das? Könnt ihr das machen? Und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit, das muss man auch sagen, erstaunlich schnell zwischen zwei so großen Unternehmen wie Euroimmun oder Fraunhofer Gesellschaft nach diesem Anruf, ich glaube, 10 Tage später oder so war der Vertrag schon unter Dach und Fach unterschrieben und wir konnten anfangen zu arbeiten. Und da muss man sagen, das ist schon enorm schnell, was normalerweise eben doch länger dauern würde. Also es ging da allein durch diesen Anruf und da man wusste, was man voneinander zu halten hatte, auch ging das ganz schnell über die Bühne. Herr Kruse, was kann dieser Test leisten? Ja, also das ist natürlich eine Frage, die eher in Richtung auch der Testentwickler geht. Aber ich kann das mal so sagen, um da ein bisschen auszuholen, Viren werden ja über ihre Oberflächenproteine, mit denen die auch an die Zellen anhaften im Organismus, werden sie vom Immunsystem des Menschen erkannt. Ja? Und wenn man diese Viren erkannt hat, bildet der Körper Antikörper gegen diese entsprechenden Proteine. Diese Proteine wiederum werden in dem Test von Euroimmun in Zellen hergestellt. Aus diesen Zellen werden dann diese Proteine isoliert und mit dem entsprechenden Kit, was Euroimmun entwickelt hat, kann man dann testen, ob eine Person schon einmal Kontakt zu diesem Virus bekommen hat, weil dann muss sie Antikörper gebildet haben und diese Antikörper, wenn sie vorhanden sind, können dann mit diesem Test nachgewiesen werden, wenn ich das so richtig dargestellt habe. Perfekt. Herr Komorowski, dieser Test, der stand ja schon Mitte März zur Verfügung, also ganz am Anfang der Pandemie. Aber wie ging es dann weiter? Ja, bis ungefähr Mitte März war die Infektion ja auch in Europa, sogar in Deutschland schon angekommen. Das war so Ende Februar, wenn Sie sich noch erinnern, war dieser Ausbruch in München bei den Mitarbeitern der Firma Webasto. Das waren tatsächlich auch die ersten Probanden, die mit dem Test getestet werden konnten oder andersherum gesagt, womit der Test dann bewertet werden konnte. Und bewiesen hat, bei Herrn Drosten in Berlin. Wir haben dann Anfang März angefangen, die Produktion dafür in den üblichen Bahnen hochzufahren, weil es war letztendlich selbst zu dem Zeitpunkt nicht klar, wie groß diese Situation werden würde. Und als der Test dann offiziell vorgestellt wurde am
um den 20. März herum war die Nachfrage bereits so groß, dass wir fast schon verzweifelt waren, wie wir weitermachen können. Und das war was dann war das, was genau war das Problem Punkt. Bei der Produktion? Na, Sie müssen sich vorstellen, dieses Protein, von dem der Herr Kruse eben sprach, das kann man in Milligramm Mengen pro Liter herstellen, so innerhalb von 2 Tagen. Und damit können Sie dann ungefähr 250 Tests machen, 2500 Tests machen, sprich 200 Personen testen. Wenn Sie aber Millionen von Tests angefordert haben, müssen Sie dementsprechend viel machen. Und unsere biochemischen und molekularbiologischen Labore sind eben ausgerichtet, ich sag mal, vielleicht 100 Milligramm zu machen in einem überschaubaren Zeitrahmen, aber nicht Grammmengen. Und das hört sich für einen normalen Klingt Menschen wenig an. Erstmal nach nicht so viel, genau, aber macht den Unterschied. Aber innerhalb von ein paar Wochen ist sowas dann doch herausfordernd für uns gewesen. Und das war dann eben genau der Punkt, wo wir zueinander gefunden haben, weil wir da eben dringende Unterstützung brauchten, um diese Produktion nicht nur hochzufahren, das wäre ja einfach gewesen, sondern auch überhaupt erstmal die Prozesse so zu entwickeln, dass man sie überhaupt hochfahren konnte. Wie konnten Sie da helfen von Fraunhofer, Herr Kruse? Das war nicht das große Problem. Also wir sind ja auch bekannt dafür, auch über die Life Science Nord Agentur, dass wir eben ganz viel mit Zellen machen und wir arbeiten seit dem wir uns aus der Universität ausgegründet haben, also 2004, arbeiten wir mit Zellkulturen und versuchen dort eben verschiedene Möglichkeiten in Technologien zu entwickeln. Und eine der wesentlichen Fragestellungen ist ja immer auch, wie kann man viel, zum Beispiel auch in diesem Fall, wie kann man viel Zellmasse in einer gewissen Zeit hinbekommen? Und deswegen sind bei uns ein Großteil der Labore ausgerüstet eben für die Zellproduktion. Und deswegen konnten wir relativ schnell, als wir gewusst haben, worum es ging, die Kollegen von Euroimmun wussten das auch, was wir machen. Deswegen kam natürlich auch gleich die Frage und haben gesagt, ja, wir können jetzt erstmal alle Labore, die wir im Moment nicht benutzen, können wir nehmen, um diesen Test auf die Größe zu validieren, hochzuskalieren und entsprechend mit unterschiedlichen Personen auch diesen Test, also diese Produktion von Zellen durchzuführen. Über welche Zeiträume sprechen wir da? Wie schnell ging sowas? Ja, wie gesagt, nachdem die Verträge unterschrieben wurden, Das war eine Woche, haben wir gehört? Das war eine Woche, ja, genau. War auch schon alles mit der Firma Euroimmun parallel abgesprochen. Das heißt, da kam, glaube ich, einen Tag später schon von euch der Transportdienst, hat entsprechend Materialien, Zellen, auch noch 2 Kollegen mitgebracht, die dann mitgearbeitet haben. Und sagen wir, innerhalb auch dort von. Die Zellen mussten ja transfiziert werden, mussten vorbereitet werden, hochgezüchtet werden. Aber ich glaube, die erste Charge, die wieder zurückgebracht werden konnte in das Labor von Herrn Komorowski, der es weiterbearbeitet hatte, dann war auch eine Woche. Da war schon dann sozusagen die erste Ernte fällig und dann ging das immer also Schlag auf Schlag. Aber sozusagen nach 2 Wochen, was waren Sie dann in der Lage zu produzieren, dank dieser Unterstützung? Ja, so in der kurzen Zeit macht man dann noch keine großen Sprünge. Das war ja dann, erstmal musste ja gezeigt werden, dass da überhaupt das Gleiche bei rauskommt und so weiter. Da ist ja auch, um so einen Test dann vermarkten zu dürfen, müssen Sie auch ganz viele Qualitätsmanagement-Aspekte berücksichtigen. Das heißt, Sie müssen ganz viel Validierung machen. Dann kann ich einfach sagen, ich nehme mal an, das wird funktionieren. Sondern das müssen Sie eben auch zeigen, dass das funktioniert. Das heißt, die ersten Reproduktionen waren ja erstmal geeignet, das zu transferieren von einem Labor in das andere. Und du hast ja diese ganze Zeit sehr betont, dass eure Labore und so weiter ausgestattet waren. Man darf aber auch nicht vergessen, dass eben auch die Mitarbeiter da nicht nur fachlich dazu in der Lage waren, das war sicherlich ein ganz großer Pluspunkt, sondern eben auch, wie alle unsere eigenen Mitarbeiter auch, wirklich ihr letztes Hemd gegeben haben, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Also insofern, das war eine ganz positive Herausforderung, diese Ziele, die man sich da gesetzt hat, möglichst viele Labore weltweit mit diesen Tests zu versehen oder zu versorgen, das zu schaffen. Und da wurde wirklich rund um die Uhr am Wochenende über Ostern
von allen Personen gearbeitet und die Leute haben sich quasi darum gerissen, mitwirken zu dürfen. Das war wirklich ganz toll, ganz weil letztendlich waren es zum Schluss bestimmt 100 Personen, die da mitgeholfen haben, um das auf die Beine zu stellen. Mit welchem Erfolg? Wann konnten Sie wie viel wohin liefern? Also wir haben in der Spitzenwoche sicherlich jenseits von 1 Million Tests ausgeliefert. Wohin in erster Linie? Das meiste ging schon nach Deutschland, ganz klar. Aber auch in die USA zum Beispiel. Hat man ja auch in der Presse mitgekriegt, gehöriger Druck, der dann auch durchaus auf unsere Kollegen in den USA, wir haben ja auch eine Niederlassung dort, ausgeübt wurde. Also natürlich positiver Druck, aber die wollten gerne haben. Die wollten schon, ja. Also das ging bis zu Gesprächen mit der Taskforce im Weißen Haus. Das war schon beeindruckend. Also sozusagen Qualität made in Schleswig-Holstein weltweit gefragt. Ja, das kann man so sagen, tatsächlich. Insofern war das wirklich auch ein Teil Entscheidungsarbeit zu leisten. Da haben wirklich auch bei uns die Personen im Vertrieb, waren da sehr psychisch belastet. A, weil sie natürlich überhaupt ständig damit konfrontiert wurden, mehr anbieten zu müssen oder zu können. Und aber sich auch zu entscheiden, wem jetzt solche Testkits zur Verfügung stehen sollten. Als erstes, wir haben Krankenhäuser, Universitätskliniken als Partner, Privatlabore und so weiter. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Interessenlagen. Und wir haben uns im Wesentlichen schon immer dazu entschieden, eher dass zum Beispiel das Personal in Krankeneinrichtungen, Krankenversorgungseinrichtungen zu unterstützen, soweit es eben ging. Aber natürlich mussten wir auch unsere sonstigen Kunden in irgendeiner Weise befriedigen. Also das ging dann auch nicht. Gucken wir mal noch auf die Expertise des Fraunhofer Institutes. Sie konnten Euroimmun helfen mit der Zellvermehrung. Aber welche Bedeutung haben solche Zellen, wie Sie sie produzieren, insgesamt dann für Wissenschaft und Wirtschaft? Ja, das ist eine spannende, interessante Frage, ne? Die ich auch immer mal wieder gerne erörtere, weil ich glaube, dass das Potenzial von solchen Zellkulturen eigentlich noch gar nicht erschöpfend genutzt wird. Ne? Gerade jetzt, dass wir mal neben der Corona-Pandemie, die uns natürlich sehr beschäftigt, aber auch viele andere wichtige Fragen zu klären, wenn ich an die nachhaltige Bewirtschaftung in der Industrie denke, an Klimawandel und so weiter, das sind alles ja Themen, die jetzt zwar nicht ganz oben auf der Tagesordnung stehen, aber ja alle wieder kommen, sobald wir mit dem Corona einigermaßen klarkommen. Und man muss einfach mal sagen, Zellen, die in der Kultur sich vermehren können, ja, da gibt es ja viele Zellen, die sich permanent vermehren, ist schon eine sehr interessante Rohstoffquelle für viele Dinge. Ne? Nennen Sie Beispiele. Zum einen eben, wie gesagt, ne, je mehr Zellen man hat, das war ja jetzt das Problem auch, umso schneller kann man zum Beispiel solche Produkte wie Proteine produzieren, ob es Antikörper sind oder ob es solche Proteine sind. Also die machen ja hochkomplexe biologische Stoffe, diese Zellen. Das ist so, wie auch normalerweise die im Körper produziert werden. So viele Dinge können wir in den Zellen machen. Man kann aber auch Zellkulturen verwenden, wenn man die richtigen hat, um beispielsweise Vakzine zu produzieren, also Impfstoffe. Auch da ist wieder der Punkt, je mehr Zellen in kurzer Zeit, umso eher können wir auch Impfstoffe auf den Markt bringen. Ne? Und das geht eben bis dahin zu diesen ganz modernen Technologien, wenn man die jetzt verfolgt, gerade im internationalen Bereich, in der Start-up-Szene, wo das um die Entwicklung von Clean Meat geht, also ne, Lebensmitteln, die aus Zellen kommen. Das hat ja der Herr Mark Post in Holland vor einigen Jahren mal vorgelegt mit so einem ersten Burger, den er gemacht hat. Also sozusagen gezüchtetes Fleisch, genau, ohne tierisches Fleisch zu haben. Wahnsinnig teuer gewesen damals noch, aber inzwischen entwickelt sich das also rasant, dieser Markt. Und ich wollte nur sagen, für all diese Sachen benötigt man Massen von Zellen. Und diese Technologie, darauf entwickeln wir auch viele Möglichkeiten, diese Technologie aber stärker in den Markt zu bekommen und auch die Industrie dazu. Ne? Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir sowas haben, können wir natürlich auch viel schneller auf entsprechende Herausforderungen, ob nun Impfstoffe oder auch Proteinherstellung, reagieren, wenn eben diese Möglichkeiten wirklich ausgenutzt werden. Also wie gesagt, das als Rohstoffquelle zu sehen, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Herr Komorowski, die Corona-Pandemie, die breitet sich ja nun weiter aus. Gibt es weitere Euroimmunprodukte, die helfen können, diese Ausbreitung des Virus einzudämmen? Ja, wir haben mit der Entwicklung dieses einen Antikörpertests auch nicht angehalten. Wir haben fast zeitgleich, wenige Wochen später, auch noch einen zweiten Antikörpertest als Ergänzung auf den Markt gebracht, der Antikörper gegen ein anderes Protein nachweist, um eine noch sichere Diagnostik zu machen in Kombination beider Tests. Letztendlich bleibt eben doch insbesondere in der Situation, wo ganz wenige Personen erst infiziert wurden. Das heißt, Sie müssen sich ja vorstellen, im Moment, wir haben jetzt November, sind vielleicht 2, 3, 5% der Bevölkerung infiziert. Damals waren es unter 1% oder um die 1%. Das heißt, selbst diese kleine Lücke, die diese Tests haben, falsch positiv zu reagieren, hat damals ausgereicht, dass jeder positive Befund hinterfragt werden musste. So, und das reicht eben aus, um allein die Wertigkeit des Tests zu hinterfragen. Das gilt aber für jeden, das gilt auch für die PCR und sonstige Tests. Hinzu kommt, dass eben nicht klar ist, wenn Sie einmal Antikörper gebildet haben, dass Sie eben tatsächlich immun sind. So wie man das klassischerweise annimmt, das wird in der Regel stimmen, aber es muss eben nicht hundertprozentig sicher sein. Deswegen hat man eben über den Sommer hinweg, ist man dazu eher übergegangen zu sagen, ich will die Personen verfolgen, die infiziert sind, über die PCR. Jetzt mittlerweile, weil das eben schneller geht, nicht ganz so sensibel reagiert, um das Virus nachzuweisen, nimmt man da auch eher immunologische Testverfahren, die so funktionieren wie ein Schwangerschaftstest. Innerhalb von wenigen Minuten kriegen Sie da ein Ergebnis. Und höchstwahrscheinlich wird man da vor allen Dingen die akut infektiösen Personen auch mit rausfischen können. Im Gegensatz zur PCR, wo man wirklich ganz, ganz wenig Virusmaterial nachweisen kann. Darüber hinaus gibt es auch noch andere Verfahren, ihre Reaktion ihres Immunsystems zu testen. Das ist unter anderem für Impfstoffhersteller ganz interessant. Oder vielleicht, wenn hoffentlich im nächsten Jahr dann Impfungen erfolgen, ist das vielleicht auch geeignet, um zu bestimmen, wer denn schon besser immungeschützt sein könnte genau. Und nicht mehr immunisiert werden muss, damit man den Impfstoff erstmal passend verteilt. Ja, weil wenn Sie schon eine Infektion hatten, von der Sie vielleicht gar nichts gemerkt haben, dann wären Sie jetzt nicht der Erste oder die Erste, die geimpft werden sollte. Herr Gruse, als Forschungsstandort muss Schleswig-Holstein sich ja auch behaupten gegen andere Standorte, wie zum Beispiel München, wo viel geforscht wird. Was macht dann aber diesen Standort dann doch so besonders hier in Schleswig-Holstein? Ja, was macht das besonders? Also ich würde natürlich mal als gebürtiger Hanseat, würde ich mal sagen, die Nähe zum Meer. Das ist schon irgendwie... Also Lebensqualität erstmal auf der einen Seite, aber Sie sprachen auch von der Qualität der Menschen, die hier arbeiten. Ja, ich wollte sagen, erstmal tatsächlich die Nähe zum Meer, auch nicht nur von der Lebensqualität her, sondern auch von den Ressourcen, ne, weil also wir selber machen ja zelluläre und marine Biotechnologie, und marine Biotechnologie geht natürlich nur mit den marinen Ressourcen auch, deswegen ist das schon auch dafür ein wichtiger Standort. Lübeck selber finde ich als Wissenschaftsstandort zum einen deswegen interessant, weil wir dort wirklich kurze Wege zu allen Kollegen haben. Also es ist die Technische Hochschule dort auf dem Campus, das ist die Universität auf dem Campus. Da sind aber auch die entsprechenden Unternehmen wie Euroimmun oder Dräger oder Postel nicht weit. Ja, man kann also relativ schnell auch mit der Industrie ins Gespräch kommen. Wie wir gesehen haben, daraus konnten kurze Wege entstehen. Und das wäre nochmal so eine wichtige Frage. Was haben Sie beide an dieser gemeinsamen Arbeit an den Antikörpertests, was haben Sie daraus vielleicht gelernt? Was kann man mitnehmen? Dass es gut tut, wenn Bürokratie mal nach hinten tritt. Also tatsächlich, ich kann das nicht anders sagen. Also wie gesagt, wir kannten uns ja vorher. Ich denke mal, die Faszination an Wissenschaft, insbesondere an Lebenswissenschaften, die ist gegeben bei den meisten, wenn nicht bei allen, die da mitgewirkt haben, zusätzlich zu dem Ziel, was es da vorgegeben hat. Aber es war eben dankenswerterweise aus der Not geboren. Im März, April, Mai auch noch sind viele Prozesse, die sonst eben langwierig sind, Schrifterfordernisse brauchen, Abstimmungen mit ganz vielen Personen sind dann eben sehr informell gehandhabt worden. Was nehmen Sie mit aus der schnellen Zusammenarbeit? Ja,
Also ich kann natürlich Herrn Komorowski da in vielen Dingen auch nur zustimmen, dass das tatsächlich beweist, dass auch mit einem Minimum an Bürokratie gute Ergebnisse zustande kommen, auch vertraglich zustande kommen können. Was für mich auch ein Punkt ist, wo ich selber auch sage, okay, das muss man auch bewahren, sind einfach tatsächlich die Kontakte auch zu halten. Das ist, habe ich gemerkt, wir haben auch jetzt zwischendurch eine Zeit lang nicht regelmäßigen Kontakt gehabt. Und schön, wenn man sich kennt und dann einfach sagt, okay, man ruft mal wieder an. Aber wir hatten uns auch im Gespräch so darüber unterhalten, dass wir auch trotz dieses Alltagsgeschäfts, der ja, dass er ja einen völlig manchmal Zeit frisst auch, und man kaum noch zu anderen Dingen kommt, aber doch versuchen sollte, solche Sachen, die am Ende ja auch Lebensqualität sind und auch wichtig sind. Und das ist ja auch mit der Spaß an der wissenschaftlichen Arbeit, was er auch gerade sagte, dass das gerettet wird. Das ist immer viel Kraftanstrengung, das immer nebenbei doch noch mitzumachen. Aber ich glaube, das sollte man auch tun, weil dadurch bleibt die Arbeit interessant, macht Spaß und man kommt auch viel eher zum Ergebnis. Am Ende dieses Leuchtturmgesprächs würde ich jetzt mal die fachliche Ebene so ein ganz bisschen verlassen, jetzt gerne mal so eine Schnellfragerunde machen. Herr Kruse, was machen Sie, um nach all der Arbeit zu entspannen? Ich versuche immer, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber... Wir sind unter uns. Okay, aber dann kann. Also ich beneide manchmal so Leute, die handwerklich arbeiten, weil man dort häufig einfach nach getanem Arbeitstag sieht, was entstanden ist. Was in der Wissenschaft häufig nicht so der Fall ist. Man hat zwar viel gemacht am Tag, aber man sieht eigentlich das Ergebnis immer erst nach einer gewissen Zeit. Und ich möchte aber auch gerne so ein bisschen was schaffen und dann. Ich habe mir da so verschiedene Arbeitsplätze zu Hause eingerichtet, wo ich zum Beispiel mal mit Holz arbeite, Figuren mache oder auch mal Schmuck herstelle für die Familie. Also alles nur so immer natürlich im privaten Bereich, aber wo man einfach mal Dinge oder mache gerne was bei uns im Garten, jedenfalls die Dinge, die ich kann dort. Also wo man einfach sieht, am Ende seiner Arbeitszeit, man hat was geschafft. Man hat das wirklich was gemacht und man kann das sehen und man kann das auch jemand anderen zeigen. Guck mal, das habe ich jetzt gemacht und das ist für mich absolute Entspannung, Daniel. Herr Komorowski, zum Entspannen? Ja, kann ich gut nachvollziehen. Dadurch, dass man den Arbeitsplatz Kopf ja quasi nicht verlassen kann, sind Tätigkeiten, die dazu helfen, den Kopf abzuschalten, ganz gut. Ich bin gebürtiger Ratzeburger, also ruder ich. Und da kann ich die Zeit ganz gut die Arbeit gut vergessen. Und das hat manchmal ja auch was Meditatives auf dem Wasser. Warum würden Sie jedem raten, mal nach Schleswig-Holstein zu kommen? Es gibt viele Gründe. Zum einen ist es natürlich so, das Land zwischen den Meeren, das ist schon faszinierend, muss man mal so sagen. Also ich mag die Ostsee besonders gern, aber wenn man ein Stück weiter nach Westen fährt und an die Nordsee kommt und dort ein ganz anderes Meer erlebt, was auch eine ganz andere Ausstrahlung hat, das ist schon super faszinierend. Aber ich finde auch, Schleswig-Holstein hat eben doch auch sehr viel an Kultur, also nicht neben der Landschaft, die wunderschön ist, aber auch sehr viel an Kultur zu bieten. Vor allem natürlich in Lübeck, aber nicht nur in Lübeck, auch über das Land verteilt gibt es so wunderschöne kleine Ecken, mit Ausstellungen, Galerien, die man sich alle so bei Wanderungen oder Fahrten in Schleswig-Holstein erschließen kann. Was empfehlen Sie, Herr Komorowski? Ja, ich bin begeisterter Fürurlauber. In letzter Zeit vielleicht nicht mehr ganz so. Das war natürlich insbesondere sehr attraktiv, als unsere Kinder kleiner waren. Trotzdem finde ich das nach wie vor wunderschön dort und ich glaube, die Attraktivität der Landschaft und des Landes kann man eben daran sehen, an der aktuellen Pandemiesituation glaube ich auch sehen, weil die fehlenden internationalen Urlaube sind eben entweder an den norddeutschen Küsten oder in Bayern verbracht worden, soweit ich das der Presse entnehmen kann. Es wollen alle zu uns, verständlicherweise. Genau. Also es gibt natürlich auch ganz viele schöne Regionen sonst in Deutschland. Ich reise auch gerne in Deutschland herum, aber zum Schluss, muss ich ganz ehrlich sagen, treibt es mich doch immer wieder zurück.
Was für ein Glück, in Schleswig-Holstein zu leben, was ein Glück, dass Sie hier arbeiten. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Professor Kruse, Herr Dr. Komorowski. Ja, so kann man von Schleswig-Holstein aus weltweit gefragte Produkte entwickeln mit ungewöhnlichen Kooperationen. Schön, dass Sie dabei waren und ich hoffe, Sie sind wieder dabei beim nächsten Leuchtturmgespräch.